Hallo, hier ist der Richard von Hacker Audio. Wir sind heute unterwegs in Limburg mit Angelo Kelly für seine Irish Family Christmas. Komm rein! Jungs, erklär uns ein bisschen dieses Premium Pro System, was wir benutzen als Monitors auf die Bühne. Wir wollten diese Tour tatsächlich nur mit In-Ear machen, weil wir wollten das Volume einfach ein bisschen runterbringen, weil es ist eine sehr Folkshow. Die Kinder singen ja auch, das heißt, deren Gesangssignale sind nicht sehr stark. Aber wir haben bei den technischen Proben gemerkt, es fehlt einfach an Live-Feeling, an wirklich das Gefühl auf die Bühne. Wenn man zwei In-Ears drin hat, dann bist du in einer Box drin und ich kann das einfach nicht. Und wir haben auf jeder Seite deshalb von unserer Frontgruppe von Sängern quasi, haben wir zwei Premium Pro-Serie Monitoren aktiv, die uns wirklich einen sehr sauberen Sound geben. Es ist sowieso nicht sehr basslastig, die Show, und deswegen ist es sehr wirklich sauber, was wir bekommen. Wir haben es nicht sehr laut, aber so, dass man wirklich das Gefühl hat, zwischen den In-Ear und das ein geiles Bandgefühl, geiles Soundgefühl zu haben, ähnlich von was die Leute draußen kriegen. Schon, das ist nur heute dein zweiten Show auf der Tour. Also du bist ziemlich kurzfristig hier reingekommen als Mischer, als FOH-Engineer. Kannst du uns ein bisschen erklären, wie es geht mit dir, mit In-Ears, zwischen In-Ears und Wedge-Monitors, wie kompliziert ist das für dich und wie funktioniert das bis jetzt? Also vorher muss ich sagen, der Alex ist nicht rausgeschmissen worden, der hat ein Kind bekommen am Montag und Sean war auf Standby und ist gut informiert gewesen. Erste Show gestern lief super mit Sean, sonst wäre er jetzt nicht im Interview dabei. So, Sean, go on. Wir haben, alles ist eigentlich In-Ear basiert und wir haben, wie der Angelo eben schon gesagt hat, eigentlich nur für das Live-Gefühl, für das Band-Gefühl, für die Front-Vocals haben wir vier Monitore aufgekippt. Ich meine, jeder, der mit Musikern zusammengearbeitet hat, der weiß, wenn man dann zwei Monitore dahinstellt, dann strahlen sie direkt, dann werden sie ein bisschen lebendiger. Es ist tatsächlich nur fürs Bauchgefühl, sag ich mal, da. Deswegen ist das auch nicht so kompliziert. Also ich hab jetzt nicht furchtbar viele Signale, die da gut drauf liegen oder sowas. Und es ist auch nicht besonders laut. Wir haben das Ganze entzerrt, indem wir vorne im Pult alle Inputs Y gesplittet haben, um Klangregelung für den FOH und Klangregelung für die In-Ears unabhängig machen zu können. Deswegen ist es eigentlich so, dass es ein stehendes Setup ist. Da muss nicht viel dran gemacht werden. Ein bisschen an die lokale Gegebenheit angepasst werden. Das machen wir im Soundcheck. Und dann steht es mehr oder minder. Wir haben noch einen Menschen auf der Bühne, den Timo, der dann die Band während des Auftritts mit dem iPad monitormäßig begleitet und eingreifen kann, wenn schlimme Sachen passieren oder sich da Hörverhältnisse ändern. Das funktioniert auch bis jetzt ganz gut eigentlich. Was wir noch hier vorne haben, ist noch Wir haben hier noch vorne noch die Near Fields, das ist die von der Kontor-Serie. Da haben wir vier Stück und da haben wir das Gefühl, wirklich flexibel zu sein. Die bedienen nicht nur die erste Reihe, sondern wir haben oft das Gefühl, die ersten vier, fünf Reihen sind damit völlig ausreichend bedient. Und das gibt uns nach oben hin mit den großen Jungs dann natürlich viel Spielraum, Winkel und. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Ja. Na, dann lass uns jetzt gehen und gucken, die riesen Cathedral-System, den wir hier haben. Lass uns das jetzt machen. Jo. Also, wir sind jetzt zurück auf die Bühne mit Angelo und Sean und wir gucken jetzt auf unser riesen Cathedral-System da. Angelo, wie läuft's mit diesem System für dich? Erklär uns ein bisschen. Es ist ein Traum. Ich habe ja wirklich fast alle Systeme mittlerweile mitgearbeitet von euch, so, ob es Elements, Contour, auch die Cathedral Compact auch schon mal gehabt. Und diese Tour ist nun jetzt wirklich bisher meine größte Tour mit 1000 bis 3000er Seelen. Und spätestens jetzt wussten wir, okay, jetzt brauchen wir die großen Jungs. Und das funktioniert super. Heute haben wir 10 Stück, manchmal haben wir 12, manchmal mal 8, je nachdem, wie es gerade nötig ist. Aber ich bin total happy. Das Sound ist, also man würde dieses System wahrscheinlich auch für ein Rock-Pop-Konzert benutzen. Und was wir machen, ist doch eher so Irish Folk.
Aber gerade deswegen, du kriegst dieses Fleischige rüber, du kriegst dieses menschliche Stimme noch rüber und es klingt nicht so Hi-Fi-Digital-Quatsch, sondern es hat Wärme. Und das finde ich daran sehr, sehr, sehr gut und bin total happy, auf jeden Fall. Also die Wärme ist ein Aspekt, wobei, was ich halt sehr schön finde, ist, dass obwohl es, man kann es sehr warm machen, ist es trotzdem immer noch direkt. Also man hat manchmal das Problem bei Systemen, dass man Wärme hat oder Direktheit irgendwie. Und gerade mit Vocals in diesem Szenario, wir haben einen Chor und jede Menge Solostimmen, ist es wichtig, dass Vocals halt da ankommen, wo sie hin sollen und auch so klingen, als wenn sie da hinkommen und nicht von irgendwo, genau, dass wir differenziert lokalisieren können. Ich bin echt überrascht. Wir haben verschiedenste Setups jetzt schon ausprobiert, halb geflogen, halb gestellt. Und ich bin überrascht, wie gut und wie einfach das dann doch zusammenarbeitet. Also. Kanntest du überhaupt Cathedra, bevor du auf diesen Tour warst? Nicht in Person, sage ich mal. Also man liest sich natürlich so seine Sachen durch und man verfolgt immer so ein bisschen, was kommt. Aber ich hatte da jetzt... Das war das erste Mal, dass ich in irgendeiner Form damit in Kontakt gekommen bin. Das waren dann die Probentage. Da haben wir uns mit dem System an sich auseinandergesetzt, Controller-Setups und so weiter. Und dann habe ich mir eine Show in Bielefeld vorher angeguckt und da war dann das erste Hands-on, sag ich mal. Ja, genau. Okay. Was waren die größten Herausforderungen bis jetzt auf der Tour mit Cathedra? Gab es Probleme oder Schwierigkeiten? Es gibt immer Probleme auf Tour, weil du wirklich jeden Tag woanders spielst und die Venues unterschiedlich sind. Aber wir waren gut bewaffnet. Erstmal, wir haben sehr gute Nearfields. Wir haben ein Line-Array-System, was wir auch stacken können. Und wir können auch beides machen. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Varianten. Und gestern haben wir zum Beispiel in Dortmund gespielt und da war eine sehr, sehr, sehr hohe Decke. Und wir haben Leute ganz oben gehabt. Und deshalb, wir haben die Nearfields gehabt, dann haben wir gestackt, 6, und das war dann für die große Masse vor uns quasi, und dann haben wir oben ganz, ganz hochgezogen, nochmal 6 Line Array gehabt, und deswegen alle haben einen sehr, sehr even, guten Sound bekommen, und das war ein sehr ungewöhnliches Setup eigentlich, aber so kombinieren wir je nachdem, was gerade passiert, das System. Und ein letzter Punkt, ein ganz interessanter N-File Bass Array da in der Ecke. Ich hoffe, dass wir das irgendwann sehen können. Sean, kannst du uns ein bisschen erklären, was hier passiert, was du damit machen willst? Also die Tatsache, dass es heute entfeiert ist, ist tatsächlich erstmal der Geometrie des Saales geschuldet. Gestern habe ich in Zweierpacks Zahnlücke vor der Bühne gebaut. Damit kann man halt sehr schön die Keule steuern. Also verteilt er sich jetzt auf die ganze Breite, mehr in der Mitte. Und in so einem engen Saal, wie er gestern war, der war zwar sehr hoch, aber auch relativ schmal, zumindest unten, kann man damit sehr schön steuern, dass nicht so viel von der Wand zurückkommt. Jetzt geht das hier aufgrund von Fluchtwegssituationen nicht. Deswegen haben wir uns für Endfire entschieden, weil wir damit dann trotzdem noch irgendwie einen guten Schub in die Distanz kriegen. Es ist keine basslastige Show, aber es gibt halt Elemente da drin, die wirklich da sein müssen und die auch drücken müssen dann. Also die sollen nicht wehtun, die sollen nicht mega laut sein, aber die müssen halt diesen Druck erzeugen. Und das Endfire-System hat sich da als willkommene Alternative herausgestellt, ne? Das Ding auch ist, es gibt bei 1000, 2000 Leute immer ein, zwei Leute, die dann sagen, es ist denen zu laut, weil die denken, Irish Folk bedeutet leise. Aber wenn die Rest, die große Masse happy ist mit einem Sound, was auch schiebt und wo die stehen und klatschen und auch schreien, dann muss man auch ein gewisses Pegel fahren und das tun wir auch. Also ich meine, wer jemals wirklich Irish Folk in einer unverstärkten Situation erlebt hat, das ist immer schon eine Musik gewesen, die sehr dynamisch ist. Da gibt es Stellen, wo alles ein bisschen runterfährt, um ein leises Solo-Instrument hervorzuheben und dann gibt es wieder ein bisschen Gas und das haben wir hier eigentlich auch. Es ist zwar sehr viel mehr Arbeit am Mischpult, aber insgesamt macht es dadurch auch, finde ich, den Ohren Spaß. Es ist nicht immer laut, es gibt halt auch Stellen, wo man sich ausruhen kann und das ist auch schön an diesem System. Laut tut es nicht weh. Und auch wenn man ein bisschen runternimmt, ist es immer noch da und es ist nicht, verschwindet dann nicht irgendwo diffus im Raum. Also das waren so ursprünglich die Probleme, die man antizipiert hatte, wo sich herausstellte, das Problem haben wir mit dem System gar nicht. Ach super, ich hoffe, dass es heute Abend für uns Spaß macht und für uns auch, weil wir dabei bleiben, der Show anzuschauen. Angelo, vielen Dank für die Zeit. Sean, vielen Dank auch. Ich wünsche euch einen guten Show und einen guten Tour und wir sehen uns später. Vielen Dank.
Hallo, hier ist Richard vom Hacker Audio. Ich bin hier mit Angelo Kelly in Limburg, in die Stadthalle. Und ihr spielt heute Abend Angelo Kelly Traditional Irish Christmas Familientour. Erklär uns, was passiert heute Abend? Also ich bin mit einer Trad Band, wir haben 4 tolle Musiker dabei und meine Frau und ich, wir haben ja 5 Kinder, treten gemeinsam eine Show auf, die nennen wir Irish Christmas. Und es ist eine Weihnachtsshow mal ein bisschen anders. Es ist nicht die ganze Zeit besinnlich und ruhig und irgendwann nach 2 Stunden reicht's, sondern es hat viele Jigs and Reels, viele irische Elemente, die zwischendurch einen dazu auffordern, aufzustehen, zu klatschen, zu tanzen. Und ich glaube, das macht diese Abwechslung so schön bei dieser Show. Und wir sind mitten in der Tour und bisher läuft's super. Und die deutsche Fans sind echt, die stehen auf irische Musik und die Jigs und alles? Total. Also ich glaube, die deutsche Fans oder auch insgesamt Fans auf der ganzen Welt von irischer Musik bekommen oft etwas zu sehr, so klischeehaft. Was für mich wichtig war zu gucken, okay, ich will Songs, dass die Leute mitsingen können, auch mitklatschen können, aber ich will die Jigs und Reels sehr authentisch drin haben. Und das sind alte Tunes, die sind teilweise 100, 200, 300 Jahre alt und die werden eher in den Pubs gespielt mit guten Musikern, aber kommen selten auf eine große Bühne. Dann ist es direkt Riverdance oder irgendwas anderes oder Sauflieder. Und hier diese Kombination ist, finde ich, sehr intriguing. Ich finde, das funktioniert sehr gut. Ich finde das auch echt cool, dass ihr spielt für 1.000 bis 3.000 Leute pro Nacht. Aber irgendwie die Lieder, die ganz persönlich sind, die verbinden mit die Crowds hier, oder? Total. Also ich habe auch nicht gewusst, wie sehr diese Show nach 1.000, 2.000, 3.000 Leute hinten noch ankommt, diese Intimität. Aber ich treffe die Leute nach der Show immer und da gibt es die Leute, die wirklich dann immer sagen, dass die berührt waren, dass die Familie gespürt haben oder dass sie fühlten sich wie ein Wohnzimmer. Und da ist es natürlich wichtig, wie man das vermittelt. Auch die Lichtshow und das Sound, dass all das bis zum letzten Mann rankommt. Und ich glaube, das hat bisher sehr gut funktioniert. Und das wusste ich nicht hundertprozentig vorher. Das ist die erste Tour für mich solo, wo wir so groß sind. Und das ist sehr schön zu sehen, dass das aufgeht. Ja, ja, das ist klasse. Und nächstes Jahr, ich habe gehört, die Kelly Family, die Originals, die gehen nochmal zurück aufs Tour. Ja. Kannst du uns ein Exklusiv geben, ein bisschen sagen, was dort passieren wird? Alle werden aus dem Grab rausgeholt und auf die Bühne. Nein, Gott. Nein, ich habe die letzten 2 Jahre mit meinen Geschwistern alle gesprochen und 7 von uns haben uns committed und haben gesagt, wir machen das. 3 Shows in der Westfalenhalle und wir haben vor kurzem, sind wir damit rausgegangen mit der Info und am nächsten Morgen fing der Vorverkauf an und es war in Minuten alles ausverkauft und das hat uns ziemlich umgehauen, weil es ist ja nicht so eine kleine Halle unbedingt und dann mit einer Meldung, kein Plakat, kein gar nichts, 3 Shows weg. Also wir freuen uns auf diese Shows und ich glaube, dass es durchaus sein könnte, dass ein bisschen mehr passiert, weil wir einfach überwältigt sind und merken, wie wichtig es den Menschen ist und ich freue mich, ja. Ja, wir freuen uns auch und hoffentlich können wir als Hacker Audio irgendwie da im Stadion sein, entweder als Zuschauer oder Monitorleute oder sowas. Du, ich hoffe es auch, weil ich entscheide das nicht alles alleine, weil es ist schon die Band letztendlich zusammen, aber ich habe all die Jahre selber mit HK immer eine sichere Bank gehabt und ich wusste immer, ich muss mich nicht sorgen um guten Sound, sondern das ist immer da. Und deswegen an diesen 3 Shows wäre es fantastisch zu wissen, wir haben HK am Start und das ist geiles Sound und wir sind so aufgeregt und haben so viele andere Sachen, dann will ich nicht darüber nachdenken müssen. Insofern, ich bin mir ziemlich sicher, also ich werde dafür kämpfen auf jeden Fall. Ja. Ja. Klasse. Na dann, ihr habt jetzt Soundcheck, habe ich gehört. Genau. Vielen Dank, Angelo, dass du Zeit für uns genommen hast. Ich wünsche dir viel Spaß heute Abend und die nächsten Monaten auf Tour. Bye for now. I saw three ships come sailing in on Christmas Day, on Christmas Day. I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning.